Hier ist endlich Wochenende. Schön, dass Sie mit dabei sind. In dieser Woche haben wir ja den 1. April, ein Termin, an dem man normalerweise anderen Menschen Streiche spielt. Leider hört man momentan manches, was wie ein schlechter Scherz klingt, aber keiner ist. Und deswegen haben wir beschlossen, dass wir als Medium dieses Jahr keine schlechten Scherze verbreiten. Dafür fragen wir aber mal Sie. Inwiefern haben Sie denn schon mal andere Menschen in den April geschickt oder wurden geschickt? Ja, also ich würde gerne mal meine Kinder in April schicken, weil von denen werde ich auch die ganze Zeit in April geschickt oder veräppelt, sei jetzt mal. Aber ansonsten halt kleine Scherze, aber nicht richtig. Habe ich nicht vor. Früher hat man das gemacht als Kind, aber jetzt wird man auch ruhiger im Alter. Nee, eigentlich habe ich es nicht vor und in letzter Zeit nicht mehr, also die letzten Jahre. Hat sich einfach nicht ergeben. Na, mit Sicherheit die Kinder und die werden mich ja versuchen in April zu schicken. Schauen wir mal, was rauskommt. Ich bin alleine, ich kann nicht April machen. Nur mit mir selbst kann ich April machen. Das ist schon ein bisschen her. Auf jeden Fall, ja, Spaß machen tut's immer, wenn ein grad was einfällt. Also die machen es gerne mit dem Opa, dass sie sagen, weil wir haben Hühner, da sagen sie oftmals, die Hühner sind rein, weil der Fuchs war da. Da hat mir halt irgendjemand irgendwo hingesagt, dass da kommen müssen wegen irgendeiner Verabredung oder ist was passiert oder irgend so Sachen. Wie nennt sich das? Fake News. Irgendwas sagen, das halt da nicht stimmt. Nichts Schlimmes, aber einfach die Leute ein wenig reinlegen. Höchstens vielleicht jemand, der ein Auto fährt, gerade angefangen hat und dann sage ich, oh, da ist ein Kratzer da außen. Ich habe mal einen, der hatte so einen Oldtimer, den habe ich dann angerufen, dass die Garage offen steht, in dem sein Oldtimer drin steht, war natürlich zu, dann ist der da angerannt gekommen. Wenn man mal angerufen worden ist, vielleicht einmal, ja, heute ist, du bist zu spät aufgestanden oder so, das hat es dann schon auch gegeben. Dann einen Humor hat man natürlich schon, nicht? Wer wieder richtig durchstarten will, der braucht unseren professionellen Service. Dornatal Messing bietet nun noch mehr für Handwerker, Profis, Kommunen und Industrie. In unserer neuen meistergeführten Werkstatt warten und reparieren wir Maschinen zahlreicher Hersteller, auch wenn sie nicht bei uns gekauft wurden. Tausende von Ersatzteilen sind hier sofort verfügbar und unsere Profis haben ihre Wirtschaftlichkeit stets im Blick. Dornatal Messing. Mehr Service, mehr Qualität, mehr Erfolg. Wo kauft man Citroën? Na, bei Autohaus Müller in Neumarkt. Ihrem Fachhändler mit Familientradition. Top Werkstattservice. Kompetent und super freundlich. So urteilen unsere Kunden. Autohaus Müller. Ingolstädter Straße 86 in Neumarkt. Kommen, kaufen, glücklich sein. Bei uns kommt Frische nicht von irgendwoher, sondern vom Fass. Seit über 25 Jahren bieten wir Whisky, Weine, naturbelassene Essig- und Ölprodukte. Die erste Adresse für kreative Kochideen. Vom Fass in Neumarkt. Wer Kunst genießen will, sollte das in Ruhe tun. Deshalb suchte der renommierte Berliner Galerist Michael Zink vor einigen Jahren einen neuen Standort, der möglichst das genaue Gegenteil zur hektischen Hauptstadt war. Er fand ihn in einer alten Scheune im Seubersdorfer Ortsteil Waldkirchen. Seither lockt die Galerie Zink Kunstkenner aus ganz Europa ins oberpfälzische Idyll. Und das zeigt sich hier wie gemalt. Mehrere Flüsse durchziehen das Gemeindegebiet und sorgen für wildromantische Landschaften, etwa im Mühltal bei Daswang oder entlang der Wissinger Laber. In Ittelhofen kann man in das kühle Nass auch gesundheitsfördernd eintauchen. Seubersdorf ist über 700 Jahre alt. Durch die Nähe zur Bahnstrecke Nürnberg-Regensburg florierte es seit den 1870er Jahren. Auch heutige Unternehmen schätzen die gute Verkehrsinfrastruktur. Für Familien ist es keine große Kunst, in Seubersdorf Möglichkeiten der Betreuung und Zerstreuung zu finden. Zahlreiche Ortsteile wurden saniert und bieten moderne Spielplätze. Im Kernort findet man in Post, Bücherei, Einzelhandel und Co. alles für den täglichen Bedarf. Und wenn man Seubersdorf in einer Galerie in Berlin ausstellte, würden die Kenner wohl sagen, ein Bild von einer Gemeinde.
Der Charivari Cash Song. Mit Shoppingcard. Mehrmals täglich. Und extra Scheinchen vom Glücksschweinchen. Bis zu 1.000 Euro. Achten Sie einfach auf das Charivari Glücksschweinchen. Immer ein Gewinn. Charivari. Willkommen zurück. Endlich ist wieder etwas los auf den Bühnen und in den Sälen der Region. Und während man mancherorts schon seit einigen Wochen wieder Veranstaltungen durchführt, hat man am letzten Wochenende im Kulturstadl in Lauterhofen zum ersten Mal seit der langen Zwangspause aufgesperrt. Mein Kollege Klaus Thomas war dabei. Nicht nur der Frühling erwacht gerade, auch die Kultur in der Region regt sich wieder. In den letzten beiden Jahren wurden die meisten Kulturveranstaltungen in Neumarkt wegen der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Beschränkungen verschoben oder gar abgesagt. So auch im Kulturstadl Lauterhofen. Gerade für Kleinkunstbühnenbetreibende, die auch chorstaatliche Förderung erhalten, ist es wirklich an die Existenz gegangen. Also je nachdem, ob man halt die Veranstaltungslokalität mietet oder ob es ein Eigentum ist, ist natürlich nochmal ein Unterschied. Aber grundsätzlich ist der Kulturbereich schon sehr gebeutelt. Für kulturelles Engagement, da braucht man eine Leidenschaft, da braucht man ein Herz. Aber es ist wirklich auch zu sehen, dass da viele Hürden zu meistern sind, um dieses Engagement in ländlichen Räumen zu bewältigen. Letzten Samstag startete hier die neue Saison. Maria Rammelmeiers Eltern haben den Kulturstadl 2008 eröffnet. Das Booking der Künstler hat sie vor einigen Jahren übernommen. Das erste Konzert nach der Corona-Durststrecke gab dann auch ein alter Bekannter. Der 1980 in Burghausen geborene Liedermacher Christoph Weierer. Auch er hatte in den letzten beiden Jahren mehr Zeit, als ihm lieb war. Ich mag jetzt nicht sagen, dass ich nichts zum Tor gehabt habe. Das war halt ein bisschen weniger und ein bisschen andere Arbeit wie sonst. Also mit seltsamen Anträgen schreiben und Hygienekonzepte und so weiter. Live ist mein Beruf und mein Leben. Und dadurch natürlich auch damit verdiene ich auch mein Geld. Weil auch wenn mich die Fans unterstützen online, aber das ersetzt ja keine Gagen und das ersetzt ja keine GEMA-Einnahmen oder sonst irgendwas. Also, und das ersetzt auch der Staat nicht mit seinen bisschen Hilfen, die er da angeboten hat. Das war alles immer ein Tropfen auf den heißen Stein, besser wie nichts natürlich, aber eine Dauerlösung war das nicht gewesen. Das Publikum ist dem kleinen Kulturort trotz der langen Durststrecke treu geblieben. Das Nachholkonzert vom Weierer war schnell ausverkauft. Der begeisterte mit seinen lustigen bis sozialkritischen Songs und den Geschichten dazwischen. Dass es immer noch nicht ganz so voll wie früher war, liegt an den verbleibenden Corona-Beschränkungen. Im April und Mai sind weitere Veranstaltungen geplant. Maria Rammelmeier promoviert zurzeit übrigens zum Thema Kulturarbeit in der Oberpfalz. Und schon deshalb ist der Kulturstadl für sie eine Herzensangelegenheit. Denn Kultur kann, soll und muss nun auch wieder auf dem Land stattfinden. Jetzt kommen wir wieder zu unserem Bustalk. Nächster Halt. Und diesmal begrüßt mein Kollege Klaus Thomas an der Haltestelle den Neumarkter Paralympics-Teilnehmer Christoph Glötzner. Der hatte in Peking zwar etwas Pech, aber das hält ihn nicht davon ab, sich wieder Herausforderungen zu stellen. Zum einen schulischer, zum anderen sportlicher Natur. Nächster Halt wird präsentiert von Ihren Stadtwerken Neumarkt. Der Energiedienstleister für Stadt und Region. Heute wartet jemand mit mir auf den Bus, der etwas geschafft hat, was nur ganz wenigen Neumarktern vorher gelungen ist. Ein junger Mann, der bei den Olympischen Spielen in Peking 2022 dabei war. Herzlich willkommen, Christoph Glötzner. Grüß dich. Servus, freut mich. Wie kommt man als Neumarkter dazu, Wintersport zu machen? Denn Neumarkt ist ja nicht die schneesicherste Gegend. Ich bin zum Skifahren eher so durch meine Eltern gekommen. Also wir sind damals auch schon vor dem Unfall gern Privatski gefahren. Und dann kam eben dieser Unfall. Da haben wir echt das Glück gehabt, dass wir einen richtig coolen Arzt gehabt haben, der mich eben nach dem Unfall begleitet hat.
Und der war zufälligerweise selber Oberschenkel amputiert. Und der hat mir dann so das Skifahren auf einem Bein quasi gelehrt. Und seitdem sind wir dann auch wieder privat Skifahren gegangen, dann halt mit einem Bein. Und dann kam es eben dazu, dass mich mal eine österreichische Skitrainerin entdeckt hat. Und so kam eigentlich eins zum anderen und ging sogar dann bis zum Leistungssport, jetzt vor allem die letzten 4 Jahre. Du gehst ja momentan noch zur Schule ans Ostendorfer und machst da auch dann bald dein Abitur. Wie lässt sich denn Leistungssport und Schulkarriere auch in den letzten Jahren, wenn man da drauf schaut, vereinbaren? Ja, es ist sehr schwierig, also vor allem auch anstrengend. Ich habe es jetzt vor allem dieses Jahr nochmal gelernt, wo wirklich Paralympics und Abitur beides in einem Jahr war. Es war ein sehr intensives Jahr und ist alles sehr geballt, aber du musst echt diszipliniert sein, gut organisiert. Also das sind auf jeden Fall 2 Grundvoraussetzungen, die du haben musst, damit du das beides vereinbaren kannst. Bei deinem ersten Rennen haben sich ja deine Klassenkameraden in der Schulaula des Ostendorfers versammelt und haben versucht, dich nachts um 2:30 anzufeuern. Dann ist aber leider ein ziemlich blödes Missgeschick passiert. Ja, genau. Also ich bin kurz vor der Besichtigung von meinem ersten Paralympics-Rennen gestürzt und dadurch habe ich halt mir eine kleine Verletzung zugezogen. Also bei mir ist ein Muskelbündel am Oberarm gerissen und habe mein Schienbein halt stark geprellt. Ja, ein sehr schwieriger Tag, aber der dann auch im Endeffekt geprägt war von ganz viel Liebe. Also wie ich dann die ganzen Nachrichten gesehen habe und Videobotschaften von meiner Schule, das war echt unglaublich und das hat mich total berührt. Du hast dann auch noch am Samstag im Slalom teilgenommen und da ist dir schon wieder ein Missgeschick passiert. Was war das? Ja, genau. Also da war es so, dass also der Lauf an sich, ich konnte starten, das war eh ganz cool, trotz der Verletzung. Der Lauf an sich war eigentlich echt okay, aber dann bin ich leider am letzten Tor auf der falschen Seite vorbeigefahren, wo es eigentlich nur noch gerade dahin gegangen wäre. Also ich war da echt voll in meinem Fokus und voll im Bewegungsrhythmus, immer nächstes Tor. Und dann war auf einmal schon das Ziel und dachte mir, ah, scheiße. Was hast du nach deinem Abitur sportlich und privat vor? In sportlicher Hinsicht stehen erstmal die deutschen Meisterschaften an nächstes Wochenende. Und jetzt vielleicht in privater Hinsicht oder auch beruflich. Ich will Medizin studieren nach dem Abitur. Da ist auf jeden Fall nochmal der Chefarzt dafür verantwortlich. Der war ein Riesenvorbild für mich. Und da sehe ich, da kommt mein Bus, da muss ich jetzt zusteigen. Christoph, ich wünsche dir alles Gute, sportlich, beruflich und vor allem bei den deutschen Meisterschaften. Danke, dass du hier warst. Vielen Dank, hat mich sehr gefreut. Nächster Halt wurde präsentiert von Ihren Stadtwerken Neumarkt, der Energiedienstleister für Stadt und Region. Im Laufe dieser Woche war es ja so, früh war es immer noch relativ kühl. Ich zum Beispiel war froh, dass ich einen wärmenden Kragen zum Hochstülpen hatte. Gerade nachmittags zeigte sich dann aber des Öfteren die Sonne und tat ihr Möglichstes. Wie die Aussichten in den kommenden Tagen ausschauen, das verraten wir Ihnen jetzt. Das Wetter wird Ihnen präsentiert vom Bauzentrum Klebel, dem Profi, vom Keller bis zum Dach. Diese Woche hatten wir sozusagen eine 4-Jahreszeitenwoche. Nachdem am Montag und am Dienstag zumindest ab Mittag Frühlings- und Sommergefühle aufkamen, wurde es Mitte der Woche schon ungemütlich herbstlich. Das Wochenende versetzt uns nun wieder in die Winterzeit. Am Samstag sind bei Temperaturen zwischen -2 und 0 Grad Schneeschauer zu erwarten. Mit gerade mal einer Sonnenstunde können wir am Sonntag bei Höchstwerten von 4 Grad rechnen. Der Montag liefert uns zwar mit -6 Grad einen eisigen Start in die Woche, dafür wird es aber freundlich mit viel Sonnenschein. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert vom Bauzentrum Klebel in Neumarkt. Und das war endlich Wochenende für heute. Am nächsten Mittwoch gibt es dann eine neue Ausgabe vom Marktplatz Neumarkt und wir hoffen, Sie sind wieder mit von der Partie. Ihnen danke fürs Zuschauen und ein schönes Wochenende.